Ich will eine Politik für den Saale-Holzland-Kreis, die den ländlichen Raum stärkt und Demografie festmacht. Kommunale Selbstverwaltung und kulturelle Eigenständigkeit sind hohe Güter, die gerade wir Thüringer sehr schätzen und deswegen auch beibehalten wollen. Das heißt, das Heil liegt nicht unbedingt in größeren Strukturen, sondern man muss Effizienz herstellen. Eine Verwaltung, die ihre Aufgaben allein und selbsttragend erfüllen kann und die außerdem den Haushalt saniert und finanziell selbsttragend funktionieren kann, hat ihre Aufgaben bereits erfüllt. Da gibt es keinen Grund, größere Strukturen anzustreben. Wir haben den Trend zur Verstädterung, das ist richtig, aber es gibt auch den Wunsch, auf dem Land zu leben und dort Traditionen näher erleben zu können, den Familienverband stärker ausleben zu können, als das in der Stadt der Fall ist. Das sind Dinge, die in Kooperation zwischen der Stadt und dem Land deutlich gestärkt werden können. Und das ist eine Politik, für die ich mich einsetze. Wir sind hier in Bürgel im Keramikmuseum, um den Fokus auf das zu lenken, was neben dem, was die Universitäten in den Städten leisten, Thüringen eben gerade auch stark macht. Der ländliche Raum und das Handwerk. Hier im Keramikmuseum sieht man ja wunderbar, wie sich Tradition und auch Innovation miteinander verbinden. Um für das Handwerk was zu tun, kann man ja auch politischerseits einiges machen. Und zwar nicht nur kommunalpolitisch, sondern gerade auch bundespolitisch. Wenn ich zum Beispiel dran denke, Meister BAföG, wo sich die FDP schon länger für stark macht. Denn wir wollen ja, dass junge Leute eben auch Berufe erlangen, die solche Traditionen wie hier weiter in die Zukunft fortführen können. Das, was uns die Wirtschaft hier vormacht, mit einem gelungenen Beispiel für Verzahnung, wünsche ich mir auch von der Politik. Stadt und Land können kooperieren, zum Beispiel beim Nahverkehr. Da können sich die Linien überlappen. Können kooperieren bei den Ärzten. Die eine Seite hat Überversorgung, die andere Seite hat einen Mangel. Das kann man wunderbar ausgleichen. In beiden Fällen ist die Bundesgesetzgebung so, dass man handeln kann. Und die Aufgabe liegt jetzt beim Land und zum Teil eben auch bei den Kommunen selbst. Und ich würde gern von beiden Seiten her, vom Bund her und auf kommunaler Ebene als Wahlkreisabgeordneter, meinen Beitrag dazu leisten, dass auch in der Politik diese Verzahnung stattfindet.